Guten Morgen, anderswohin unterwegs. Und heute mal wieder aus dem Tagebaugebiet zwischen Mönchengladbach und Aachen. Und mir geht es um den Ort Immerath. Hier sieht man ein sehr schönes Foto. So hat es 2013 mal hier ausgesehen. Und so sieht es heute im Februar 2020 hier aus. Das ist die Hauptstraße. Und zum Vergleich zeige ich euch mal Aufnahmen, die ich hier im Sommer 2016 gemacht habe. Ja, von all den Häusern, von der Kirche ist nichts mehr zu sehen. Hier drüben das, diese Häuserzeile, das ist der letzte Rest von Immerath. Diese fünf Häuser hier und etwas weiter weg entfernt steht noch ein Haus. Das ist Immerath 2020. Da von dieser Seite nach Immerath hin der Weg gesperrt ist, versuchen wir es mal von der anderen Seite. Vor gar nicht langer Zeit, da standen links schon die ersten Häuser von Immerath. Und jetzt kommt auf der linken Seite der Friedhof. Da steht noch die Mauer von, die Gräber sind allerdings längst leer. Und da vorne endet dann auch diese Straße. Häuser gibt es ja sowieso keine mehr zu sehen. Das Schild Jakarater Straße ist noch da. Naja, die Straße, die muss man mehr schon hier erahnen. Hier standen rechts und links standen Häuser, hier standen Höfe. Und von hier aus konnte man auch schon die große Kirche, den Immerather Dom, sehen. Ja, die Straße führte zwischen den Häusern und stieß dann da hinten, glaube ich, auf die Hauptstraße. Das war in der Nähe von der Kirche. Das sind dann die Reste zumindest eines Hauses. Da hinten steht ein Container, die stehen überall hier rum, da kommen dann die Reste der Häuser rein. Und da hinten sieht man schon einen der Braunkohlebagger, zumindest den oberen Teil, denn da hinten ist schon die Braunkohlegrube. Ja, und so hat es hier im Sommer 2015 ausgesehen. Soll man nicht glauben, dass der Ort 1970 mal 1500 Einwohner gehabt hat. 2006 hat man mit der Umsiedlung angefangen, da sind die ersten Leute hier weggezogen nach Neu-Immerath. 2013 hat man angefangen, die Häuser abzureißen. Man sieht, bis auf ein paar Häuser ist das Werk vollbracht. Neben Immerath lag der Ort Borschemich. Da sind inzwischen längst schon die Bagger am Arbeiten und gleich hinter Immerath, da führte die Autobahn lang, die man dann verlegt hat, da sind inzwischen auch schon die Bagger. Hinter dieser Mauer, da befand sich mal der Friedhof von Immerath. Hier hat bis letztes Jahr noch die Friedhofshalle gestanden, inzwischen ist sie verschwunden. Das sieht ja so aus, als ob man hier einen ganzen Garten entsorgt hätte. Lauter Büsche und kleine Bäume. Falls ihr neu hier seid und noch keines der Immerath-Videos gesehen habt und euch auch nichts der Ort sagt und ihr nicht wisst, warum er abgerissen wird, dann schaut mal rein in meine Playlist Geisterdörfer. Seit 2014 begleite ich den Abriss von Immerath schon mit der Kamera.
Da erzähle ich auch dann die ganze Geschichte, warum das hier so ist. Um es kurz zu sagen, Immerath wird abgerissen, weil hier die große Braunkohlegruppe Garzweiler hinkommt, das Ganze hier weggebaggert wird. Und das Ganze für Braunkohle. Wenn ihr jetzt sagt, es gibt aber doch den beschlossenen Kohleausstieg, ja, aber der kam für Immerath zu spät. Als der beschlossen wurde, da war hier schon so gut wie nichts mehr da an Häusern. Inzwischen aber geht es aber um Dörfer, die hier noch etwas entfernt von Immerath liegen. Die nämlich sollen noch für den Braunkohletagebau abgerissen werden und da kämpfen Initiativen um deren Überleben. Das hier dürfte meine Gartenhütte gewesen sein. Diese Straße, die hier so abrupt endet, da kamen noch mehr Häuser und die führte direkt zu auf den Immerather Dom auf St. Lambertus. Und so hat St. Lambertus damals ausgesehen. An der Straße lang standen damals alles relativ neue Häuser. Ich bin da damals mit der Kamera lang gefahren und so hat es hier ausgesehen. Die Überbleibsel eines Lebens, das hier einmal gelebt wurde. Das war mal eine Bushaltestelle, ein Wartehäuschen und draußen hing ein Fahrplan. Und neben der einen Häuserzeile, die wir ganz zu Anfang gesehen haben, existiert noch dieses Doppelhaus. Straßenlaternen für eine Straße, die von niemandem mehr benutzt wird. Ja, das ist das Haus, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und gleich am Ortsrand von Immerath, da stehen bereits die Bagger. Ja, so sieht's aus in Immerath im Februar 2020. In diesem Sinn, tschüss.